Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic. Wir haben uns im letzten Part dem alten Lager angeschlossen, sind jetzt in der Gilde als Schatten unterwegs und wollen unsere erste große Aufgabe für das alte Lager abschließen. Dazu müssen wir nochmal zurück ins Sumpflager, das werden wir gleich tun, doch vorher erkunden wir hier noch den inneren Ring bzw. den Burgkomplex im alten Lager. Ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen und los geht's! So, eine schicke Rüstung haben wir gekriegt. Eigentlich so richtig schick ist sie nicht. Stufe 7 sind wir, Gilde Schatten, 20 Lernpunkte, sehr gut. Mal gucken, ob wir uns direkt die andere Rüstung leisten können. Es gibt nämlich noch eine schwere Schattenrüstung. Das wäre ganz cool, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Kostet, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube 1200. Komme ich hier schon rein? Oh ja, tatsächlich, hier komme ich rein, sehr schön. Kostet, glaube ich, 1200 Erz. Die wäre ziemlich geil, wenn wir die schon hätten. Gerade für die Folgequests, die jetzt hier so kommen, wäre die wirklich von Vorteil. Aber wir gucken mal. Da hinten war also gerade, standen zwei Kochtöpfe auf dem Feuer, haben lustig vor sich hingeprodelt. Hier haben wir eine kleine Bogenschießanlage, wo allerdings keiner trainiert. Soll uns nicht interessieren. Wir laufen weiter. Hier wird fleißig trainiert, die Gardisten mit Scorpio. Scorpio, was hast du denn zu sagen? Für Gomez. Für Gomez, okay. Scorpio hat mir gar nichts zu sagen. Gut, dann gehen wir weiter. Für Gomez ist die Begrüßung hier im alten Lager, wenn man denn dieser Gilde angehört, dann sagen eben die anderen für Gomez zu einem. Jo, was ist hier? Ein großes Loch im Boden, da geht's abwärts, da wollen wir nicht hin, da ist wahrscheinlich dann der Kerker. Und was haben wir hier noch? Die Schmiede. Okay, der Stone. Sieht aus wie ein Schmied, schauen wir doch mal. Du bist der Schmied, richtig? Richtig. Etwas kurz angebunden. Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Um die Waffen kümmert sich Skip. Ich verteile nur die Rüstung. Was für Rüstungen hast du denn da? Nur Rüstungen für Gardisten. Und du bist keiner. Also wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen. Du Arsch. Ich kann es nur mal wieder sagen. Dieser geniale Dialog hier. Diese tollen, rauen Stimmen und Dialoge sind einfach nur Weltklasse. Hier haben wir den Skip. Für Gomez. Der soll Waffen haben, hieß es. Naja, schauen wir doch mal. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Okay, viel zu sagen haben die alle nicht. Soll uns nicht stören. Oh, hier ein Kampfschwert. 33 Schaden und nur 13 benötigte Stärke. Muss ich doch mal gucken, wie das im Vergleich zu unserer jetzigen Waffe ist. Das wäre doch mal eine Ansage. Hallo, Schwert. Für Gomez. Das können wir auf jeden Fall erstmal noch gut gebrauchen. Ich könnte dir... Solange wie wir hier noch mit Schwertern hauptsächlich kämpfen. 111 Erz. Okay, dann haue ich direkt die Stachelkeule raus. Und was ich hier noch so habe. Einen Bogen brauche ich ehrlicherweise gar nicht. Also, da wir, so wie es aussieht, später... Oh ja, ich verkaufe den gleich noch ein bisschen mehr. Da wir, so wie es aussieht, später eh auf Magie gehen, sind andere Fernkampfwaffen relativ sinnfrei. Von daher einfach weg damit. Wir haben ein Lurkerbein, beziehungsweise die Klaue eines Lurkers, die kann ich auch mit rausschmeißen. Blut, Fliegen, Flügel, die schmeiße ich raus. Hammer brauche ich nicht, Zähne brauche ich nicht, Becher brauche ich nicht, Rasiermesser brauche ich nicht, Krug brauche ich nicht. Sehr gut. Dann gleichen wir das Ganze mal mit Erz aus. Auf die 472 und haben damit auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gut gemacht. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Wir schauen mal, wie viel wir jetzt haben. 632, das reicht auf keinen Fall für die Rüstung. Sehr schade. Dann wird die Rüstung wohl doch noch ein bisschen auf sich warten müssen. Aber egal. Ja, hier haben wir ja, wie wir gerade schon gesagt haben, beziehungsweise nicht gerade, sondern im letzten Part gesagt haben, die Feuermagier, das ist Milden. Da drüben stehen noch zwei andere, von denen wir die Belohnung gekriegt haben. Mit dem werden wir dann später noch zu tun haben, ganz klar, wenn wir uns den Feuermagiern anschließen sollten. So wird es wohl jetzt werden. Dann müssen wir da auch irgendwann mal rein. Der liebe Gardist hier, der passt schön auf. Und hier haben wir noch einen heruntergefallenen Turm. Ja, da sieht man es.
Der Turm, der stand ja eigentlich mal oben drauf, so wie auf in der anderen Ecke es bei dem anderen Turm der Fall sein sollte. Aber das ist irgendwann mal runtergekracht. Soll uns nicht weiter interessieren. Wir machen einfach mal weiter. Ich gehöre ja dem Lager an, deswegen darf ich mich hier jetzt auch frei bewegen. Unter anderem hier zur Tür rein und gucken doch mal, was hier so Finger los weg. Ist. Was heißt hier Finger weg? Bitte? Hallo? Was heißt hier Finger weg? Ich darf doch hier rein. Oh. Wen haben wir denn da? Der da vorne, das ist der kleine Bullet. Mit dem haben wir ganz am Anfang im ersten Part Bekanntschaft gemacht. Wen haben wir denn da? Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Was willst du? Noch mehr Schläge? Den lassen wir erstmal noch links liegen. Denn das würde schief gehen. Definitiv schief gehen. Der ist Gardist, der hat relativ viel Stärke, glaube ich. Und da würden wir wahrscheinlich nur aufs Maul bekommen. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen machen wir weiter. Hier haben wir Cutter. Wer ist denn Cutter? Der hat uns auch nichts zu sagen. Okay, die kommen wahrscheinlich dann erst zum Einsatz, falls ich hier noch weitermachen sollte als Gardist. Was ja so sehr wahrscheinlich nicht geplant ist. So, was sagt Torus? Für Gomez. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego. Zu Gomez oder Raven solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Ah, okay, habe ich verstanden. Die 1000 Brocken könnten wir immer noch loswerden. Wollen wir natürlich nicht. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben wenig Ärger mit den Typen aus dem neuen Lager. Mir machen eher die Sektenspinner Sorgen. Wieso? Will er uns nicht verraten. Na gut. Dann reden wir doch mal mit Diego. Für Gomez. Hallihallo, lieber Diego. Hier haben wir sie. Die schwere Schattenrüstung. Das wäre die, die auch Diego anhat. Können wir uns leider nicht leisten. 1200 Erz sind zu viel. Die habe ich nicht. Ah, mal gucken. Vielleicht können wir ja doch noch das ein oder andere reißen. Der hat mir gar nichts weiter zu sagen, außer dass er mir was beibringen will und mir die Schattenrüstung verkaufen will. Mach's gut. Na gut. Zum Beispiel könnten wir mal hier reinschauen und doch einfach mal gucken, was passiert, wenn ich mich hier ein bisschen an seinen Sachen vergreife. Irgendwas. Hoppala. Okay. Hatte ich doch noch richtig im Kopf, wie das funktioniert. Nämlich rechts, links, links und dann noch dreimal rechts. Irgendwann merkt man sich die Kombination einigermaßen. Das erste war zwar der Fehlversuch. Ich weiß immer nicht, ob ich mit rechts anfange oder mit links anfange. Und den Rest schafft man dann aber recht gut. Okay, wie machen wir weiter? Ich würde sagen, wir können uns die tolle Rüstung nicht leisten. Beziehungsweise, wenn ich die verkaufen würde, würde ich nochmal 750 durch 2, 375 Erz bekommen. 375 Erz würden trotzdem noch nicht ganz reichen. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Denn wenn die reichen würde, könnte ich ja einfach die Rüstung hier verkloppen. Und dafür die andere kaufen. Ich habe schon Bock, die schwere Schattenrüstung zu tragen. Ja, die ist schon nochmal... Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ein bisschen besser. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Was machen wir? Die Spruchrollen vielleicht verkaufen. Die Spruchrollen, die brauche ich sowieso nicht. Denn wenn es dann mal soweit ist, dann greife ich nicht auf Spruchrollen zurück, sondern auf eine andere Möglichkeit, Zauber zu wirken. Dann könnte es doch jetzt sogar fast reichen. Wir gleichen das erstmal aus. So. Und ich brauche jetzt noch 350 Erz. Noch 350. Das würde also passen. Der Skip, der hatte nicht mehr genug Erz jetzt, oder? Wenn ich mich nicht richtig... Ich könnte ein paar Sachen... Der hat keine 350 mehr, oder? Nur noch 334. Das gefällt mir nicht. Ich brauche natürlich jetzt jemanden, der 350 Erz hat. Ansonsten wird das Ganze nicht. Nichts. 375 Erz hat. Sonst wird das Ganze nichts. Der Magier, hatte der was?
Nein, nur Spruchrollen. Und da hat man es übrigens gerade schon gesehen. Da war eine Rune im Inventar. Und die Rune wird dann unsere Waffe sein, wenn wir die Magie gelernt haben. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Brauche ich irgendeinen anderen Händler? Dann gehen wir doch mal handeln. Und zwar am Marktplatz im alten Lager. Gehen wir handeln. Ja, gut, also es kann schon sein. Und los geht's. Einfach geradezu. Springen wir ins Glück, wie immer. So, Mortruck ist ja nicht mehr hier. Mit dem kann ich also nicht handeln. Hat denn hier hinten noch jemand Erz? Wen haben wir hier? Wir haben hier den Dexter. Hier haben wir Dexter. Komm schon, Dexter. Sag, dass du 375 Erz hast. Ich habe hier. Bitte, bitte. Ach, der hat nur 171. Das ist so ärgerlich, wirklich. Und dann haben wir nur noch Fisk. Wenn er die nicht hat, dann wird es wohl erstmal nichts. Zeig mir deine Wart. Ja. Wie ärgerlich. Der hat es ja auch nicht. 298 Erz. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das Ganze zu verschieben auf das nächste Mal, wenn ich hier wieder zurückkehre. Und schauen wir doch mal. Dann geht es eben jetzt in die Richtung. Wir haben ja den Auftrag bekommen, die große Sache der Bruderschaft zu übernehmen. Ja, ich soll mich quasi umhören, was dort in der Bruderschaft so abgeht. Was die vorhaben, weil wohl irgendjemand irgendwann mal was gehört hat. Und in der Bruderschaft sollte es auch noch welche geben, die ein bisschen mehr Erz haben. Und denen könnte ich dann vielleicht auch das ein oder andere verkloppen. Hoffen wir es doch. Verkloppen, ist das eigentlich richtig? Ich glaube, es heißt eher auf den Kopf klopfen, oder? Kloppen. Auf den Kopf hauen. Ach, was weiß ich. Ihr wisst schon, ich will denen das Zeug einfach verkaufen und gut ist. So, der lange Weg bis in das Sektenlager. Die Warane sollte ich jetzt auch schaffen. Mit denen legen wir uns doch zuerst mal an. Versuchen wir doch mal unser Glück hierbei. Kann ich die vielleicht einzeln? Ah, komm schon, einzeln bitte, einzeln bitte. Jawohl, genau so. Ah, muss man versuchen, wirklich. Ah, sehr gut, sehr gut. Ihr seht, die sind nicht so sehr schwer. Also die haben nicht viele Hitpoints, aber die machen nicht schlecht Schaden. Und die können vor allem eins, nämlich unglaublich schnell angreifen. Und das ist ein absoluter Nachteil, dass die so schnell angreifen können. Ich könnte theoretisch sogar über die Brücke gehen, das mache ich aber nicht, weil ich genau weiß, was da hinten los ist. Dazu später mehr im Spiel. Okay, also die können unglaublich schnell angreifen und rucki zucki ist man seine Energie los. Was natürlich nicht so schön wäre und vor allem wenn zwei oder drei gleichzeitig angreifen, sieht man da eher keinen Stich. Komm schon, komm schon, ich will die Akku ziehen, jawohl. Genau so, und jetzt komm zu mir. Jawohl, komm zu mir. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Können wir hier schön die Warane kloppen. Herrlich. Ich glaube, die könnte ich sogar ausnehmen, wenn ich das schon gelernt hätte. Habe ich dooferweise jetzt auch noch nicht. Vielleicht mache ich das, bevor ich groß weiterspiele. Jo, danke. Wenn ich das nächste Mal einen Lehrer sehe, der mir das beibringen kann, dann werde ich das vielleicht auch noch nachholen. So, was haben wir hier in der Höhle? Nichts weiter, ein paar Höllenpilze. Man hat manchmal das Gefühl, dass Piranha Bytes vergessen hat, hier das eine oder andere Objekt einzufügen. Manche Höhlen sind komplett leer. Da gibt es nichts zu holen. Die Motorrads sind kein Problem mehr. Das ist schnell gewonnene Erfahrung und schnell gewonnenes Fleisch. Auch da bin ich noch nicht dazu gekommen, mir neues Fleisch rauszubraten. Ich habe immer noch nur rohes Fleisch im Inventar. Das ist eigentlich
ein absoluter Nachteil. Das könnte ich mal machen. Hier hingegen haben wir eine Höhle, die recht gut besetzt ist, ja. Ein paar Höhlenpilze, ein paar Heilkräuter und vor allem liegt hier noch einer mit einem Trank. Dem geht es leider auch nicht mehr so gut. Den Trank hätte er vielleicht nehmen sollen. Und eine Keule, okay, die kann man verkaufen für gutes Erz. Gibt vielleicht nicht so viel, aber für unsere Zwecke, gerade jetzt, wo wir ein bisschen was brauchen, ist das auf jeden Fall von Vorteil. Alles mitnehmen, was geht. So, da sind wir im Lager der Bruderschaft angekommen. Und gehen nochmal rein. Hoppala. Jawohl. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Okay, ein Fokus. Interessant. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Sehr geil. Okay, dann der Schläfer möge dich. Habe ich damit kein Problem. Und dann geht es ab. Kapitel 2. Das Nest der Mindcrawler. Da wird uns unser Weg auf jeden Fall zeitnah hin verschlagen. Wenn noch nicht in diesem Part, dann schätze ich mal, wird es im nächsten Part in die Richtung gehen. Und tja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Erstmal, was die Händler hier Schönes haben. Denn wir sind im Kapitel weitergekommen, das so viel bedeutet, dass die Händler neue Waren haben. Und dann gucken wir doch mal nach, was hier unten der gute Darion, heißt er glaube ich, der Schmied dieses Lagers, Neues zu bieten hat. So, Darion. Wie sieht's aus? Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Mhm. 600 Erz, das ist gut, das ist gut. Und er hat vor allem eine Waffe, die nochmal stärker ist als unser Schwert. Kostet 139 Erz. Ich glaube, das ist es mir tatsächlich noch nicht wert. Das mache ich nicht. Bloß weil die, ich glaube, 4 Schaden mehr hat als unser jetziges Schwert, nehme ich das Teil nicht. Nö. Dann gucken wir lieber, was wir ihnen noch so verkaufen können. Denn wir haben ja noch ein bisschen was eingesammelt. Ja, nicht so viel, wie ich jetzt gedacht habe. Aber hier das Sumpfkraut kann er noch haben. Dann arbeiten wir uns eben langsam ran und bekommen auf jeden Fall unsere Schattenrüstung, wenn wir wieder im neuen Lager sind. Im alten Lager. Natürlich. Denn dem gehören wir ja an. So. Würde ich sagen, auf zu Iberion. Ich hätte mir auch noch meine tägliche Ration holen können hier. Da gibt es nämlich wieder was zu rauchen. Auch das könnte ich sammeln und dann teuer verkaufen. Aber zuerst geht's hier rein. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Okay. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Sehr gut. Wenn es nur immer so leicht wäre, ne? Irgendeinen Namen genannt. Ja, ja, der hat mich geschickt. Komm schon, lass mich rein. Na klar. Okay, und wen haben wir denn hier? Wir haben hier den großen Tempel, oder groß, wie auch immer, den Tempel von Iberion stehen. Und schauen wir doch mal, was er zu sagen hat. Sieht auf jeden Fall interessant aus, der Kerl. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt.
Okay. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Das mache ich. Was hat es denn mit dem Fokus auf sich? Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Ist ja schon immer in seinen Antworten, also von unserem Helden, immer so ein bisschen Sarkasmus dabei, ja? Das macht's hier aus. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Okay. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Na bingo, da würde ich sagen. Ha, genau, ich habe den Fokus immer noch nicht gefunden. Wen wundert's, ich bin noch nicht mal losgelaufen. Hier haben wir eine Karte. Und zwar Fokuskarte von Iberion. Auf dieser Karte ist der Weg zum Fokusstein eingezeichnet, den Iberion für seine Schläferbeschwörung benötigt. Schauen wir uns doch mal an. Okay, ich bin dort, wo dieser... Ach so, ja. Ich bin der kleine weiße Pfeil. Wir müssen quasi in die Richtung aus dem Sumpflager raus und dann einfach rechts rumhalten, die Klippe hoch, wie er es auch gesagt hat, durch den Wald oder am Wald vorbei. Und dort, wo ich jetzt quasi gerade stehe, bloß oberhalb von mir, dort befindet sich der Fokus. Und da laufen wir doch einfach mal hin. Machen wir uns auf den Weg und schauen mal, was uns bis dorthin begegnet. Hopp. Alright. Kann ich hier nicht auch abkürzen irgendwie? Nein, das ging natürlich wieder nicht. Ja genau, schwimm erstmal schön in dem Sumpf. Herrlicher Typ. Hopp. Jawohl. Gut, also den Weg hier rauf und an der Klippe rechts halten. Wir laufen einfach querbeet. So, auch eine Besonderheit in diesem Spiel, beziehungsweise halt eine Spielmechanik. Wenn ein neues Kapitel erreicht ist, spawnen neue Gegner. An der Stelle, wo vorher Gegner waren, sind dann eben die gleichen Gegner, zumeist die gleichen Gegner wieder. Es gibt auch Ausnahmen, dass dann stärkere Gegner vorhanden sind, aber ansonsten hat man die Gegner eben wieder dort gesetzt. Meistens ein Stück. So wie hier, sodass man auch mit fortschreitendem Spiel immer nochmal eins wegkloppen kann. So wie hier, sehr gut. Und dann wieder Erfahrung bekommt. Auch Scavenger haben wir wieder da. Die waren ja auch im ersten Kapitel schon hier. So, und wir sollen uns rechts rumhalten, also hier entlang. In den Wald gehen wir jetzt mal noch nicht. Das würde wahrscheinlich schief gehen, denn dort lauern nicht nur Molarets, Scavenger und hungrige Wölfe, sondern auch noch das ein oder andere etwas stärkere Vieh, auf das ich jetzt gerade noch nicht so richtig Bock habe. Und wegrennen ist ja oftmals zwar eine Option, aber man muss es ja nicht riskieren. Okay. Na, wirst du den wohl jetzt anfokussieren? Jawohl. Sehr gut. Hier haben wir noch eine Seraphis, nehmen wir mit. Hier hinten noch ein paar Scavenger. Wird alles mit weggekloppt. Alles, was geht. Ohne einen Hit. Sehr gut. 5 Scavenger ohne einen Hit. Die sind halt auch wirklich... Also das sind die Standard-Mobs hier in diesem Spiel, die wirklich keine Probleme machen. Sobald man ein einigermaßen gutes Schwert bei sich trägt oder eine einigermaßen gute Waffe. Alles gut. Sehr schön.
Jo. Noch ein paar Sprünge, dann sind wir da. Wir können ja, wenn wir wollen, nochmal kurz auf die Karte schauen. Die Karte haben wir hier. Und da sehen wir, dass wir an sich schon am Ende des Wegs angelangt sind. Haben aber bis jetzt noch nichts sehen können. Was wächst hier? Eine Steinwurzel, das nehmen wir mit. Noch eine Steinwurzel. Sehr gut. Und Seraphis. Ein paar Pilze. So. Wir gehen den Weg einfach weiter. Ein bisschen suchen muss man denn eben doch. Und jetzt sehen wir dort unten, jetzt quasi genau oberhalb von mir, jetzt, den Fokusplatz. Dort war der Fokus platziert, als die Magier die Barriere errichtet haben. Und von dort holen wir uns den Fokus auch wieder. Wir sollten uns ja auf die Suche nach Nyras machen. Der gute Nyras steht hinter den Büschen. Er ist nicht ganz so leicht zu erkennen auf den ersten Blick, aber man sieht ihn durchaus. Doch bevor wir den anquatschen, sind wir so schlau. Hoppala. Bevor wir den anquatschen, sind wir so schlau, dass wir uns nochmal heilen, speichern und dann gehen wir hin. Verschwinde. Hallo Nyras. Nichts für dich zu holen. Okay. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Geiler Typ, oder? Okay, der wollte mich umbringen. Ich habe hier nur mich in irgendeiner Weise verteidigt. Und ganz ehrlich, den braucht keiner mehr, oder? Zack, weg mit ihm. Nützt ja nichts. Und was haben wir hier? Eine Stahlzunge. Okay, Stahlzunge aufgenommen. Die ist schlechter als das Schwert, was wir haben. Deswegen nehmen wir es jetzt mal nicht. Tja, und damit haben wir den Fokus abgenommen. Nein, noch nicht. Und zwar jetzt. Fokus von der Meeresklippe. Einer der 5 Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere benutzt wurden. Und den Rest nehmen wir natürlich auch noch mit. Sehr gut. Damit haben wir den Fokus in unserer Tasche. Und bevor wir den Standardweg wieder runterlaufen, probiere ich mal noch eins. Es gab nämlich damals die Möglichkeit, ich weiß bloß nicht mehr, wie es ging. Ah, lasst mich probieren. Klappt das? Ja, sich runter zu klitschen. Mit einer gewissen Tastenkombination, seht ihr, ich drücke zurück, ich drücke angreifen, habe mein Schwert gezückt und kann mich hier einfach nach unten runter klitschen, ohne dass mir was passiert. Ich habe mir quasi den Weg hier rundherum gespart. Ah, das musste ich euch einfach zeigen, weil das ein mega geiler Glitch war damals. Da habe ich mich schön zerschossen. Ich drücke quasi Shift fürs Gehen, drücke nach hinten und im richtigen Moment, wenn er da so runterslidet, die Tastenkombination drücken, angreifen, nach hinten und gehen. Und damit glitscht man dort nach unten und kürzt ab. So, Iberion. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faserte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht, und dann habe ich ihn getötet. Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Na geil. Ich habe den Fokus gefunden. Yay. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Korkalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay, easy. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Ja, wirklich. Wie sieht's mit einer Belohnung aus?
Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Sehr schön. Amulett bekommen, das ist gut. Wir haben nämlich noch keins um. Man kann ein Amulett und zwei Ringe tragen. Das Amulett schützt vor Flammen. Das nehmen wir einfach mit. Was wir haben, das haben wir. Alles gut. Okay, na Mensch, dann haben wir jetzt die erste große Quest im zweiten Kapitel bereits abgeschlossen. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle machen wir im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns im nächsten Part wieder. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.